Heute zeigt euch, wie ihr in eurer Anno 1800 Partie immer den Überblick behaltet, wie viel ihr produziert und wie viel ihr verbraucht, sei es an weiterverarbeiteten Gütern wie zum Beispiel Eisenerz oder auch an Verbrauchsgütern für eure Bevölkerung. Also, lasst uns loslegen. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank-Ducks und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anfängertipps. Bevor wir aber ins Video starten, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zum letzten Video, zum neuen DLC der Reisezeit. Das ist nämlich, ja, die Info ist nämlich nach dem Video rausgekommen. Und zwar werden wir mit dem neuen DLC die Möglichkeit haben, im Forschungsinstitut eine Warteschlange zu erstellen. Ist vielleicht, wenn man ganz am Anfang steht, noch nicht so relevant. Wollte ich jetzt aber kein extra Video zu machen für diese 30 Sekunden Info. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Lage, mehrere Forschungen hintereinander an die Warteschlange zu packen, was sehr, sehr nice ist. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema des Videos. Ich habe es am Anfang schon angeteasert. Und zwar geht es um die Produktionsübersicht. In die Produktionsübersicht, ich wechsle mal kurz in die alte Welt. Das hier ist übrigens der Community-Projekt-Spielstand. In die Produktionsübersicht kommt ihr entweder, wenn ihr hier oben auf eins der drei Icons klickt und dann nicht auf das Geld und dann auf Produktion geht, also auf die Bilanz oder die Gesamtbevölkerung und dann auf Produktion geht oder indem ihr Steuerung Q drückt. Und schon sind wir in der Produktionsübersicht. Wenn wir dann in der Produktionsübersicht sind, ist manchmal am Anfang ein bisschen unübersichtlich, deshalb gehen wir einfach kurz mal alles durch. Und zwar haben wir hier links die jeweiligen Welten, beziehungsweise die Welten und darunter die einzelnen Inseln, die könnt ihr hier auswählen. Und in der Mitte haben wir die jeweiligen Sachen, die produziert werden. Wie viel produziert wird in grün, Tonnen pro Minute. Und wie viel verbraucht wird in blau, Tonnen pro Minute. Meistens ist es so, dass man relativ spezifisch eine Ware sucht. Und dafür habt ihr hier die Möglichkeit, zwischen Konsumgütern, Baumaterialien, Rohmaterialien, sowas wie Erze, Holz fällt da auch drunter. Oder auch landwirtschaftliche Produkte, wie zum Beispiel Wolle, Schweine und alles, was da so zugehört. Oder halt auch Zwischenprodukte, sowas halt, zum Beispiel, hier zum Beispiel halt Glas, wenn ihr Glühbirnen macht oder auch Fenster. Und hier könnt ihr dann gliedern und kriegt zum Beispiel einen ganz guten Überblick, erstmal wie viel Rohstoffe produziere ich überhaupt. Wenn ihr jetzt aber eine ganz spezifische Ware sucht, könnt ihr hier auch suchen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel Holz eingeben und hier kommt Holz. Wichtig, wenn ihr Öl sucht. Öl ist in der Regel, ich kann jetzt hier mal auf Duckstown gehen, nur bei allen Waren aufgelistet. Das heißt, es ist nicht bei irgendwelchen anderen Waren aufgelistet. Ihr könnt aber, wenn ihr Öl sucht, Öl auch einfach suchen. Dann gebt es hier oben einfach ein und fertig ist. Das Schöne an der Produktionsübersicht ist jetzt, dass wir sehen zum Beispiel, okay, Connytown produziert 2 Tonnen Brillen oder auch 4 Tonnen Fleischkonserven. Und bei den Brillen zum Beispiel wird jetzt eine Tonne verbraucht. Das ist ein bisschen mehr als eine Tonne. Bei genau einer Tonne wäre das hier genau in der Mitte. Das heißt, es ist ein bisschen mehr, aber hier reicht das auf jeden Fall locker. Und hier haben wir dann theoretisch sogar ein bisschen Brillen über, um die zu exportieren. Wir können uns jetzt auch anzeigen lassen, wo die ganzen Items, die Waren alle hergestellt werden. Zum einen haben wir hier rechts die Übersicht, wie die Nachfrage läuft. Wir können auch mal hier alles, was dazugehört, ausblenden. Und hier sehen wir, die Nachfrage bleibt relativ konstant und die Produktion schwankt. Dass die Produktion schwankt, liegt daran, dass das Lager relativ regelmäßig vollläuft hier wahrscheinlich. Und hier seht ihr natürlich auch noch, wie die ganzen übrigen Waren hergestellt werden. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt auf Produktion gehen, sehen wir direkt unsere Fabriken, in denen produziert wird. Ich habe hier 3 Brillenfabriken stehen und die laufen jetzt auf relativ niedrigen Produktivitätsraten. Das liegt daran, dass die Lager voll sind. Wenn wir jetzt Brillen ganz normal produzieren, ist das nicht so wichtig. Wir können halt gucken, okay, laufen alle unsere Fabriken gut. Dafür ist das ganz super. Und wie viele Arbeitskräfte gehen da eventuell auch rein. Aber besonders interessant ist es, wenn wir Waren als Abfallproduktion herstellen. So zum Beispiel die Taschenuhren. Ich produziere etwas weniger als eine Tonne Taschenuhren pro Minute hier. Die übrigens auch komplett verbraucht werden. Immer, also ich habe mehr Verbrauch als Produktion, aber ist vollkommen egal. Und hier in der Produktion sehen wir Nähmaschinenfabriken. Die ganze Produktion läuft nämlich über Nähmaschinenfabriken. Ich gehe da einmal hin. Über den Dario, den Maschinenbauer, als Abfallproduktion. Da seht ihr halt sehr, sehr praktisch, wo die Waren eigentlich herkommen. Und grundsätzlich ist das ja erstmal schön, auf einer Insel so den Überblick zu haben. Auch okay, produziere ich genug Eisen? Ich in meinem Fall nicht. Übrigens, der hellblaue Balken ist, wie viel gerade jetzt tatsächlich
verbraucht wird und der dunkelblaue, wie viel potenziell verbraucht wird, wenn alle Produktionen laufen. Das liegt einfach daran, dass hier Lager vollgelaufen sind. Deshalb läuft die Produktion nicht so krass. Wo das Ganze wirklich interessant wird, das können wir uns jetzt hier schon mal angucken. Ich zeige es euch aber gleich mal auf meinem größeren Spielstand noch, weil da wird es sehr, sehr deutlich, wofür wir die Produktionsübersicht wirklich super nutzen können. Und zwar haben wir jetzt hier meine Insel Nespresso. Die Insel Nespresso stellt Kaffee her. 96 Tonnen. Und jetzt ist es so, dass ich eine Kaffeeinsel habe, mit der bei mehrere Inseln versorgen möchte. Und das führt dazu, dass ich mir jetzt hier merken muss, okay, 96, dann habe ich hier Connytown, da wird so ein bisschen Kaffee getrunken, 7 Tonnen, Duckstown 17 Tonnen, ne? Und wir wissen nie so richtig, okay, was ist eigentlich. Und wenn wir jetzt einfach Nespresso anklicken, dann können wir entweder mit Shift, können wir jetzt hier einfach alle, zum Beispiel die komplette alte Welt, die neue Welt auswählen. Wir können auch theoretisch alle Inseln auswählen, das geht auch. Oder wir nehmen Nespresso, klicken Steuerung und wählen jetzt unsere Inseln aus. Das sind Connytown und Duckstown. Und dann sehen wir hier, das sind alle drei Inseln zusammengerechnet. Okay, 96 Tonnen Kaffee produziere ich und 25 Tonnen verbrauche ich. Das ist bei so einer kleinen Welt, sage ich mal, jetzt relativ unproblematisch. Gerade wenn es ein bisschen komplizierter wird, ihr irgendwie zwei Produktionsinseln habt, die drei Bewohnerinseln versorgen oder so, ist es wirklich super, wenn man da den Überblick behalten kann. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt mal auf dem großen Spielstand. So, und zwar befinden wir uns jetzt auf dem großen Spielstand. Und wenn wir da mal in die Produktionsübersicht reingucken, sehen wir natürlich zum einen, dass es hier sich ein bisschen an den Zahlen bewegt, aber es ist vollkommen egal. Zum anderen haben wir aber drei Investoreninseln. Die habe ich jetzt einfach mit Click Shift ausgewählt und auf denen werden zum Beispiel 164 Tonnen Kaffee verbraucht. Beziehungsweise wir haben sogar noch eine vierte und Crown Falls. Sind die weggegangen hier gerade? So. Und auf denen, wir bleiben jetzt einfach mal beim Kaffeebeispiel, werden 416 Tonnen Kaffee verbraucht. Und ich habe meine eine Kaffeeinsel, auf der werden Bohnen produziert, die würde ich immer gleich mit auswählen. Und ich habe Stadt 1. Stadt 1 ist meine Produktionsinsel. Und wir haben hier direkt einen super Überblick. Zum einen könnt ihr vergleichen, passen die Bohnen auch zum Endverbrauch, denn wir müssen ja auch gleich viele Bohnen produzieren, wie wir am Ende benötigen für den Verbrauch und stimmt die Produktion generell. Und hier sehen wir ja schon, dass wir erstens einen riesen Überschuss haben, sowohl bei Kaffee als auch bei Kaffeebohnen. Das heißt, wir können jetzt hier relativ genau vergleichen, dass wir keinerlei Probleme haben, den Kaffee zu versorgen. Ich könnte das Ganze natürlich jetzt auch noch mit Kakao zeigen, beziehungsweise mit Schokolade, Baumwollstoff, vollkommen irrelevant mittlerweile für mich geworden. Aber so könnt ihr halt relativ easy gucken, okay, wie viele Tonnen brauche ich pro Minute, muss ich produzieren. Und ihr könnt dementsprechend natürlich auch die Anzahl eurer Produktionsgebäude sehr gut variieren, wenn ihr Arbeitskraftprobleme habt. Und darüber könnt ihr halt super steuern, wie viele Produktionsgebäude ihr baut. Und einfach vermeiden, dass eure Lager leer laufen. Natürlich, es kann euch immer noch passieren, dass irgendwelche Produktionsgebäude stillstehen. Das könnt ihr aber auch super feststellen, wenn ihr reingeht und seht, die Produktivität ist niedrig. Dann geht ihr einfach auf aktuelle Produktivität und sortiert danach, dass die niedrigen oben stehen. Und ihr seht hier direkt, was mit denen los ist. 0% zum Beispiel. Und könnt auch direkt hinspringen. Und dann landet ihr auch direkt bei dieser Kaffeerösterei aus der Produktionsübersicht. Und so könnt ihr halt super das Ganze strukturieren. Es ist natürlich auch noch hilfreich, wenn ihr später mit der Speicherstadt spielt, denn für die Speicherstadt, nur mal so als Anhaltspunkt, nehmt ihr einfach das, was verbraucht wird. Nehmt es mal 22 circa, das ist wie lange die Speicherstadt braucht, damit der Captain wiederkommt. Und dann habt ihr, wie viele importieren müsst. Also wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt hier 32 Tonnen Brillen, nehmt das mal 22, 23, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, importiert das und fertig ist die Versorgung. Und wie gesagt, darüber könnt ihr easy überblicken, wie das Ganze aussieht, ne, ob eure Erzproduktion passt und zum Beispiel, ob ihr auch wirklich genug Baumaterial produziert. Und das war es aber dann auch schon wieder von meiner Seite zur Produktionsübersicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich meine, wir sind ganz kurz vor den 555 Abonnenten, was eine wilde Zahl wäre. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Und dann bleibt mir noch zu sagen, wir sehen uns gleich im Stream, 20 Uhr auf Twitch und YouTube. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß bei Anno und ciao, ciao.